Nee, Feuer ist da oben. Au! Ah, scheiß Dornen. Schon hier. Das ist bei uns nicht. Moin ihr Lieben, ich bin hier in der Spiegelung. Wir haben da oben das natürlich professionell abklemmen lassen von einem Fachmann, ist ja klar, würde ich ja niemals selbst machen. Und dann seht ihr hier ein Kabel, das geht durch die Luft, geht darüber zum Baum und geht vom Baum nochmal weiter runter, die Straße runter und geht da unten an ein altes Schild. Und dieses Kabel, das braucht kein Mensch mehr. Das ist übrigens ein Wintergarten, auch eine Baustelle. Das baue ich jetzt zurück, genau. Ich weiß eigentlich, ob ich hier 100% traue. Dreck im Auge. Ameisenüberfall. Au. Oh, okay. Die ist schon mal abgebrochen, die erste. Zweite auch. Ja, so geht's auch. Achtung, Kabel fällt. Soll ich die Kappe abnehmen? Den komischen Metallklotz, den kriegen wir nicht raus. Hier ist tief im Baum geschlagen. Ja, lassen. Auf die Keramikkappe. Ja, den Metall sieht man aber nicht. So, jetzt müssen wir es noch da abmachen. Ja. Hier müssten wir jetzt theoretisch einfach aushängen können. Genau. Das ist schon mal gut. Nur das. Alter! Keine Spinnen bitte! Nur das kriege ich da jetzt nicht raus. Also muss ich es versuchen, so eng wie möglich abzuknipsen. Müssen wir dann irgendwann noch mal richtig rausholen. Adieu! Eine Luftleitung weniger. Nehmen Probleme. So, dann klemmen wir mal das Schild vom Strom. Also, es ist ja gar nicht mehr am Strom. Oben ist ja schon abgeklemmt. Aber Kabel ab. Auch alles zwei ab. Das Kabel könnte gleich fallen. Die Gefahr besteht, dass es auf dich fällt.
gehört. Sehr schön. Haben wir das? Einmal durchgeknipst, das Stahlseil. Das ist so marode schon gewesen. Ich hoffe nur, ich habe mir meinen schönen Elektro-Seitenschneider jetzt nicht gehimmelt. Nee, sieht gut aus. Und jetzt muss das irgendwie dort oben ab. Das wird sehen. Und Feueralarm, hoffentlich nicht hier. Schon hier. Bleibt's bei uns nun. Das ist Probealarm. Samstag, ja, Probealarm, sehr gut. Ich schwitze jetzt zum Glück so gar nicht. Kleine Leiter weg. Etwas bisschen größere Leiter runter. Ich weiß es nicht, wie du da rankommen sollst. Oder um es mit den Worten von Professor Slughorn zu sagen, bei Merlins Bart. Es sind halt verrückte Zeiten, in denen wir leben. Verrückte Zeiten. Verrückt. Das reicht noch nicht. Aber wie gut, dass der Baum schön dick ist. Gott, habe ich da gar keinen Bock drauf. Naja, theoretisch kann sie nicht weg. Ich weiß nur auch noch nicht 100%, ob ich drankomme, wo ich dran muss. Oh Gott. Nee, Freunde. Ich habe wieder oben so gut eingepeilt. Voll, jetzt hängt es den Baum anstatt in der Leiter oder was? Die hängt jetzt hier nicht in der Einhängung, sondern in der... Ja, so finde ich es aber nicht gut. Jetzt hängt sie drin. Halb. Ja, wird schon schief gehen. Die Frage ist, ob ich die jemals wieder abbekomme, die Leiter. Ich hoffe. Hallo. Jetzt versteht man vielleicht auch, was ich vorhin meinte, mit da geht es noch richtig weit runter. Alles hängt hier an diesem morschen Zapfen, oder was? Ach, scheiße. Jetzt sehe ich das erst. Ich brauche wieder den Seitenschneider, weil die Stahlseilschlaufe ist in die Rinde eingewachsen. Ader für Ader knipsen. Letzte Ader, fällt gleich. Pass auf. Hör mich auf den Boden. Jetzt gleich. Geschafft. Ja, ich habe Feuer gemacht und trage mal wieder bauchfrei. Nee, Feuer ist da oben. Wenn ich T-Shirts machen soll, original Rouge bauchfrei T-Shirts, also ein T-Shirt, auf dem ein Stück bauchfrei zu sehen ist, einfach aufgedruckt, dann sagt's mir, dann mache ich das und dann könnt ihr die bestellen, okay? Und natürlich mit dem Originalfoto von meinem Bauch, ist klar. Also original Rouge bauchfrei T-Shirts. Ich weiß mindestens einen Hepti, der es gut findet. Jetzt für die Frage, wie kriege ich meine Leiter da wieder weg? Ah. Summe ist das Geheimnis. Au! Ah, scheiß Dornen. Ich sag doch alles ab. Gehen wir erstmal die Leiter wieder hoch. Kauf ein schönes Grundstück in den Bergen, haben sie gesagt. Das wird super, haben sie gesagt. Das
sie nicht gesagt haben, ist, wie scheiße ist, alles im Treppenhof zu tragen.